Ich muss Ihnen einige Illusionen nehmen. Wir haben ja die Spitzenpolitiker Merkel und Steinbrück gehört. Beide haben eine prinzipiell falsche Strategie. Das kann man mit gesundem Menschenverstand sehen. Bei beiden beruht die Strategie auf der Vorstellung, dass Griechenland durch die ständigen Hilfen von uns ein normal wirtschaftender Staat wird. Diese Hoffnung ist absolut illusorisch und damit ist die Strategie falsch. Es wird nie erreicht werden, jedenfalls bestimmt nicht mit den Mitteln, dass wir ständig denen, wenn sie Not am Mann ist, Kredite geben. Da werden sie bestimmt nicht erreichen, dass Griechenland ein selbstständig, sich selbst erhaltender Staat wird. Das heißt, die Strategie ist falsch und muss scheitern. Und alle taktischen Siege helfen nichts. Wenn die Strategie falsch ist, dann führt im Grunde jeder Sieg nur tiefer ins Elend. Denken Sie an Napoleon. Die Taktik war immer gut, er hat die Schlachten gewonnen, aber am Ende musste er scheitern, weil die Strategie falsch war. Etwas Ähnliches ist es mit der Energiewende. Auch da ist die Strategie falsch. Wir hören nur mittlerweile von Frau Merkel, wer außer Deutschland könnte das schaffen, als wäre das also eine Sache, dass wir etwas nun schaffen müssen, was die anderen nicht schaffen. Darauf verzichte ich gerne. Wir haben 1000 Milliarden zum Fenster rausgeworfen. Ich komme noch darauf. Aber es ist schon das, sagt doch, die anderen werden es nicht nachmachen. Weil nur wir können es ja überhaupt schaffen. Ja, und wozu eigentlich? denn die Energiewende ist massiv klimaschädlich, das wissen wir doch mittlerweile. Die Kohlekraftwerke laufen auf Hochtouren und wenn sie Kernkraftwerke, die absolut klimafreundlich sind und kein CO2 produzieren, wenn sie die abschalten und stattdessen Kohlekraftwerke laufen lassen, dass das dann also dem Klima nicht gut tut, kann also jeder Vollidiot sich ausmalen. Die Schweden haben von Anfang an gesagt, das ist eine Wende zum Schmutzigen. Meine Wenigkeit also auch. Jeder konnte das eigentlich sehen. Erstens, dass es eine Wende zum Schmutzigen ist, dass es ein massiver Angriff ist auf die Interessen der Völkergemeinschaft. Nach meiner Überzeugung das schwerste Verbrechen an den Interessen der Menschheit, das nach 1945 vom deutschen Boden ausgegangen ist. Solche Erkenntnisse wachsen langsam und allmählich wachsen sie. Ja, wenn Altmaier sagt, 1000 Milliarden werden wir demnächst für die Energiewende ausgegeben haben, so dürfen Sie dem glauben. Nun haben die grünen Fantasten immer die Vorstellung, 1000 Milliarden, ja, das ist das, wenn die Energiewende fertig ist. Das ist eine Illusion. 1000 Milliarden, das ist jetzt für das, was jetzt dasteht. Da sind ja schon 500 Milliarden für Photovoltaikdächer und den Rest noch für alles mögliche Biogasanlagen. Ein Irrwitz ohne Beispiel habe ich in einem anderen Video hier klargestellt. Biogasanlagen ist noch schlimmer als alles andere, was die Grünen veranstaltet haben. Der deutsche Bauer ist der Ölscheich der Zukunft. Nicht? Ein Wahnsinn. Um ein einziges Kernkraftwerk oder Kohlekraftwerk von 1600 Megawatt zu ersetzen, werden 760.000 Hektar in Deutschland versaut. Das sind 6% der deutschen Ackerfläche überhaupt, um ein einziges Kernkraftwerk oder Kohlekraftwerk zu ersetzen. Ein Blödsinn ohnegleichen. Es gibt im Grunde nur eine Partei, die energisch beidem widerspricht. Erstens der Wahnvorstellung, dass Griechenland ein normaler Staat werden wird, so bestimmt nicht. Und der Wahnvorstellung, dass die Energiewende eine gute Sache ist. Das muss sofort gestoppt werden. Im Grunde haben das ja Merkel und Steinbrück ja auch zugegeben. Gabriel, der Erzengel der Energiewende, der redet jetzt schon davon, die Energiewende ist ein gewaltiges Deindustrialisierungsprogramm. Man kann nicht gleichzeitig aus Kernenergie und Kohlekraftwerken aussteigen. Das ist diese Einsicht fast langsam Fuß, ein bisschen spät. Hätte man vor 2,5 Jahren, als die Energiewende losgetreten wurde, dieser Unfug, hätte man das erkennen müssen. Wo haben die Leute ihre Intelligenz gehabt?
Und was die AfD als einzige Partei noch fordert, das ist, dass die deutsche Kompetenz in der Kernkraft nicht verloren geht. Wir haben jetzt Kernkraftwerke in der Pipeline, den Dual-Fluid-Reaktor in Deutschland, bei dem alle Probleme, die die Grünen hier so furchtbar umtreiben, nämlich das Endlagerproblem, ist gelöst, weil dieser Reaktortyp hinterlässt keine langlebigen Isotope. Das Sicherheitsproblem, der Brennstoff ist von vornherein flüssig, da kann es eine Kernschmelze nicht geben, weil flüssige Stoffe schmelzen nicht. Man kann das jederzeit also ablassen, dann sinkt sofort die kritische Masse unter die Kettenreaktionsschwelle und die Sicherheit ist also auch so, man braucht noch nicht mal pumpen, man kann die reine Schwerkraft ausnutzen. Die Sicherheitsmöglichkeiten sind also 1 Million mal besser, als die wir bisher hatten. Wir haben ja bisher mit Steinzeit-Kernkraftwerken keinerlei Unfall gehabt. Wir haben in 40 Jahren durch westliche AKW nicht einen einzigen Toten gehabt, inklusive Fukushima. Nicht einen einzigen Toten durch westliche AKW. Millionen, wenn Sie 1 Million Tote pro Jahr, wie Greenpeace, glaube ich, pro Jahr annehmen für Kohlekraftwerke, haben wir in 40 Jahren 40 Millionen Tote durch Kernkraftwerke, nicht ein einziger. Von den Photovoltaikdächern stürzen die Leute auch reihenweise ab, aber das nur nebenher. Bei Windkraftwerken machen sie Selbstmord. Es ist eine Katastrophe und wir haben eine geringe Chance, wenn die AfD entsprechend stark wird, dass eine Koalition vernünftigerweise dann nur noch mit ihr möglich ist. Das ist im Augenblick eine historische Entscheidung.